Abbrechen, freilassen. So, nur nach Herzchen. Ist sie schon verkauft? Mal 500, aber wie gesagt, hier ist halt... Ja, shit. Seiner Bude aufgenommen. Die Springböcke sind gestresst. Sozialverhalten, Stress... Versucht sie zu verstecken. Wie sieht das hier eigentlich aus? Kann ich mittlerweile, habe ich schon Barrieren erforscht, diese... Nee, habe ich nicht. Vielleicht sollten wir mal über der Technikforschung... Ich glaube, den sollten wir eher, die Lydia, die sollten wir eher mal ab... Oder wir nehmen die Yvonne. Die Yvonne, die darf mal hier nach Gehegen forschen. Und dann stellen wir noch einen weiteren Techniker ein. Dass wir hier jetzt auch mal noch so Sachen erforschen, wie die Gehege, wo die Leute reingucken können, aber die Tiere nicht rausgucken können. So. Was haben wir hier für eine Badeparty? Die Beinchen, das sieht so süß aus, wenn sie schwimmen. Goldig. Eine Badeparty. Wir müssen hier mal gucken, dass wir mal wieder so ein bisschen hier... Tja, ja. Gehege 14, die Springböcke. Springböcke, die sind sich gerade auch nicht so ganz grün. Unser Männchen, das ist unser Weibchen. Habt ihr es bitte gerade nicht in Zucht betrieben hier, oder? Welches Tier verhungert? Warzenschwein. Tierpfleger ist aber unterwegs. Oh, guck mal, 769. Wir haben definitiv noch mal ein paar Tiere. Alter Schwede. Wir haben hier einen Betrieb drin. Also ich glaube, es war keine gute Idee, dass ich die alle in ein Gehege gebaut habe. Der Witz ist, an für sich profitieren die ja voneinander. Aber... So, das ist Tabansi. Das ist Chippo. Chippo lassen wir mal hier drin, aber wir... Nutzen mal Verhütungsmittel. Ja. Weil die dürfen sich hier nicht paaren. Das wäre schlecht. Oh! Hier ist ja auch gut, weil... Ha, stopp, wer bist du? Die könnten wir auch mal... wegpacken. Das ist Chippo, das ist Tabansi. Hier auch mal noch Verhütungsmittel. Wir werden gerade der Lage nicht mehr so ganz Herr. Oh, ist unser Männchen verstorben? Ist unser einziges Thompson-Männchen gerade verstorben? Ja. Der Kleine wächst erst noch nach. Ja.
Was bist denn du? Bist du? Du bist ein güldener kleiner Bock. Dann lass uns mal ganz kurz gucken. Tierhandel? Ich sag die ganze Zeit, lass uns mal ganz kurz gucken. Fruchtbarkeit. Warum hat die Gold? Ich verstehe das nicht. Wir müssten jetzt aber rein theoretisch müssten wir jetzt erstmal nach Thompson, nach einer Thompson-Gazelle wenigstens gucken. Eine weibliche Thompson-Gazelle wäre jetzt wichtig. Dreitausenddreihundert? Seid ihr denn des Wahnsinns? Ja, dann müssen wir wohl doch erstmal noch ein bisschen Inzucht betreiben. Alter Schwede hier. Die Straußen hassen sich schon wieder. Die jagen sich hier schon wieder durchs halbe ganze, was weiß ich was, Gehege durch. Ja, ne? Ich würde sagen, wir haben High Life. Oh, hier, unser zweites Männchen ist erwachsen. Lebensqualität, nicht genügend Futterbeschäftigung. Ich hoffe, dass wir es hinbekommen. Erwachsenenpopularität. Ich weiß es nicht. Können die beiden zusammenleben? Ich weiß es nicht. Wir sollten auf jeden Fall ihm Verhütungsmittel geben, dass er sich erstmal nicht weiter fortpflanzt. Nicht, dass er seine Mutter schwängert. Das wäre ungünstig. Ist sie denn eigentlich schon wieder tragend? Wo ist sie überhaupt? Die hat sich hier untergelegt. Nee, die ist nicht dran. Wir brauchen noch eine Löwin. Dann dürfte er rein theoretisch auch. Das ist gerade. Ja, wir haben jetzt noch wieder Tiere, die wir verkaufen können. Das schon, aber. Komma 9 Jahre. Oh, komm, dann nehmen wir die noch auf. Jetzt haben wir nur noch 82 Arterhaltungspunkte. Wahnsinn. Ich brauche noch mal mehr Leute, die mich besuchen. Ja, dann können wir ihm jetzt auch die Pille für den Mann wieder wegnehmen. Dann geht das auch wieder klar, eigentlich rein theoretisch an für sich. Wir haben hier hinten noch keine Spendenboxen. Fällt mir auf. So, hier findet ihr ab sofort eine. Ich habe es schon wieder falsch rum hingestellt. Irgendwie stelle ich das immer falsch rum hin. Ein Knutschgeräusch. Okay. Westafrikanischer Löwe. Die ist aber aus, weil wir jetzt hier gerade noch keinen Strom haben. Sorry, Leute, aber das muss sein. Seid ihr hier vielleicht mal kurz genervt? Wir müssen hier hinten sowieso auch noch mal gucken. Guck mal, Einrichtung. Gestern Kleintier-Vivarien. Vivarien muss ich auch mal bauen. Außenhülle. Das wäre ganz cool, wenn ich die hier anpassen könnte.
Also wenn hier wirklich dann ein Weg rein käme. Gästeeinrichtungen. Chief Beef, Galpi Soda, Infozentrum, Looney Balloons. Nee, guck mal, das funktioniert aber so nicht. Dann muss ich, hätte ich auch anders machen können. Egal, dann würde ich... Natürlich die Frage, wenn ich das jetzt hier hinstelle, kriegen wir dann da direkt was dran? Ich stelle das jetzt mal dahin. Dann hätte ich ganz gerne da ein Chief Beef drin. Tasty. Ich hätte ganz gerne da ein Galpi Soda drin. Und das würde ich ganz gerne als neuen Blueprint speichern. Boah. Kann ich das nicht? Kann ich jetzt hier nicht für das Bild mal eben sagen, hey du, ich hätte gerne gutes Wetter? Doch, kann ich. Eigene Zeit festlegen. Ich hätte ganz gerne... Dann haben wir zwar immer noch Regenwetter. Dann machen wir Afrika Beef and Soda. Ich kann kein Unzeichen machen. Dann machen wir es halt so. Eine... Kleine Stärkung im afrikanischen Stil. Imbiss und Getränkeladen. Das ist mir jetzt gerade im Endeffekt erstmal egal. Hauptsache, ich kann jetzt hier wie das heißt... Aha, guck mal, funktioniert doch. Oder auch nicht. Terrarbearbeitung fehlgeschlagen. Also das ist merkwürdig. Das finde ich immer noch total komisch. Dass es erst immer sagt, ja, geht. Oh nein, hups, geht doch nicht. Kann wieder nichts mehr bewegen. Aha. Ich hatte gerade Angst, das Spiel wäre wieder abgestürzt. Das ist nur die Überlegung, die Frage. Stellen wir mal dahin. So. Und... Damit die Leute es hier auch gemütlich haben. So afrikanische Mülleimer hätte ich hier gerne. Die würde ich ganz gerne so daneben stellen. Der steht doof da, aber gut. Auch ein Mülleimer. Eine afrikanische Picknickbank. Guck mal, sowas könnte man noch hier hinstellen. Oder hier so zwei nebeneinander. Ist dann hier zwar ein bisschen eng, aber das passt schon. Das passt schon. So, dass sie hier auch noch mal ein bisschen Verpflegung haben, hätte ich mal gesagt. Guck mal, und jetzt sind die auch nicht mehr die ganze Zeit da vorne vor. Seitdem wir hier
die Höhle haben. So, Ikusegan, oder wie sie heißt, ist immer noch nicht richtig, sie auch nicht. Wir haben immer noch nichts, wir haben immer noch keine Lebensqualität durch Futterbeschäftigung. Kriegen wir auch erst auf 3. Das ist doof. Das ist ungünstig. Aber gut, das ist dann wohl so, ne? Das ist dann wohl so. Ja, ihr Lieben, ich würde mich jetzt heute verabschieden aus dieser relativ langen Aufnahmesession. Ich weiß gerade gar nicht, wann diese Folge jetzt kommt. Oh Gott, wie sie alle glubschen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet. Und dann macht's gut. Oh. It's picnic time. Scheint zu schmecken. Fütterungszeit! Das ist auch so eine Sache, die ich so mega cool gemacht finde, ne? Wie die hier dann liegen und es sich schmecken lassen. Richtig krass. Gut, aber das war's dann. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!